Das ist der Jonas. Er ist 13 und sein grösster Traum ist es, Profi-Snowboarder zu werden. Es ist 7:45 und für den Jonas geht jetzt die Schule los. Er ist nämlich an einer Sportschule in Kützlingen im Thurgau. Wir sind hier im Athletikcenter bei uns an der Schule im untersten Stock. Ich bringe am Dienstag und am Mittwoch kann ich hier Zeit verbringen, indem ich trainiere für den Arm, Bauch sowie Beine. Vorher war ich bei uns in Ottoberg in der normalen Schule, in der Primarschule. Ich habe schon dort relativ viel Sport gemacht. Da heisst Snowboarden und dort haben wir schon das Problem mit dem Freibekommen, an Wettkämpfen. Wenn das Wetter gerade gut ist oder ein Wettkampf ansteht, muss Jonas nämlich für mehrere Tage in die Berge. Während der Schulzeit. Das ist an der alten Schule nicht gegangen, darum ist er jetzt an einer Sportschule. Mittlerweile ist es 10 Uhr und die Schulstunde geht los. Dort trifft Jonas seine Schulgespendli. Die machen übrigens ganz unterschiedliche Sportarten. Judo, Schwimmen, Triathlon, Handball, Tennis, Eishockey, ich fahre Töff. Jonas und seine Gespendli müssen wie alle anderen auch im Mathe-, Englisch- oder Deutschunterricht büffeln. Wir fangen ein neues Thema an und wir haben es auf dem iPad. Und jetzt müssen wir das Thema durchlesen und dann hat es auch Arbeitsaufträge. Wenn der Jonas einen Wettkampf hat oder auf die Piste geht trainieren, schickt ihm sein Lehrer den Schulstoff direkt aufs Tablet. Dann kann der Jonas auch in den Bergen büffeln. Klingt cool, oder? Es gibt aber auch Sachen, die nicht so lässig sind. Ja, der Nachteil ist, die Kollegen, wo du. Also, du bist sehr viel am Umeinanderreisen, also immer heim oder in der Schule, und du hast nicht so viel Zeit für Kollegen. Also, weil du ständig im Training oder irgendwo hin musst. Also halt, mir persönlich ist jetzt der Weg, weil ich einen recht langen Weg von Schaffhausen hierhin, aber sonst gibt es eigentlich keinen Nachteil. Ein Stock über dem Schulzimmer ist das sogenannte Lernatelier. Dort kann der Jonas zusammen mit seinen Gespendli lernen. Wenn wir Stunden haben, wo Lernatelier draufsteht, dann müssen wir hier oder in einen Raum. Denn wenn wir uns verletzt haben und eigentlich Sport hätten, dann kommen wir auch hier hin. Und ja, zum Lernen und für Prüfungen vorbereiten, dass wir dann gute Noten schreiben. Wenn wir hier weitergehen, haben wir hier das Bistro, Stühle, wo wir lernen können, Tisch, aber auch so wie draußen Stühle und auch ein Ping-Pong-Tisch. Ich finde es voll cool, die Lampen, wie sie von der Decke hängen oder auch aus alten Golfschlägern gemacht werden oder so ein Kanu da oben. Ja. Es gibt keinen Lieblingsraum für mich, sondern wenn alles zusammen ist, dann ist es für mich die beste Kombination. Im Lernatelier ist es ruhig, man kann entspannen, aber auch lernen. Dann im Athletikcenter kann man sich richtig auspowern. Und im Bistro kann man mit Freunden reden, aber auch ins Neune essen.